Moi Leute und herzlich willkommen zu meiner Folge Abfahrt der Rino oder Trollfahrt. Ja, eins der ersten Games. In der neuen Wohnung. Im Internet alles dies, das ist jetzt alles topfit, hat sich eingepegelt. Und ja, ist noch Preseason, wir haben den 6. Das heißt, morgen fängt die neue Season an. Morgen geht's auch, also ich habe jetzt gestern auch wieder gestreamt. Heute werde ich gleich wieder streamen, mal schauen. Aber dann ab morgen geht's halt richtig los. Mit der neuen Season wird richtig gesuchtet. Hoffentlich habe ich Bock. Also ich weiß, jetzt habe ich gerade Lust auf LOL, aber kann sein, dass man morgen immer so nach 6 Games oder sowas einfach keine Lust mehr hat. Hoffentlich passiert das nicht. Und ich kann richtig schön so 10, 12 Games durchballern, direkt die Promos und direkt mit der ersten Welle quasi Richtung Challenger gehen. Das wäre sehr geil. Ja. Ich spiele gerade Tunnel gegen Poppy. Colossus. Seit 13 Tagen übrigens nicht, also davor. Vorgestern 13 Tage nicht gespielt. Von daher weiß ich nicht wirklich, was Meta ist oder sowas. Keine Ahnung, was wirklich gut ist. Tanks. Kann ich mir schon vorstellen, dass die Broker sind, dann Colossus, weil nichts geändert wurde. Und ich habe genau deswegen gegen Poppy einfach Trunnel gepickt, weil es ein gutes Matchup ist, so im 1v1 und auch später dann fürs Team ganz gut ist. Und wir haben so auch ziemlich viel HCC, von daher, also Alistar, Elise, wenn sie trifft, und da soll das auch relativ fein sein. Und der Skin ist halt super epic, also jetzt no joke, der Skin ist einfach nur OP. Komm ran. Das hat mein hier verloren. Ein Brock. Ich muss jetzt aufpassen auf diese komischen 240 oder 230 sogar Ganks. Weil man ja. Jungle ist ja komplett stupid geworden. Also jetzt ohne Witz. Wie fucking OP ist bitte Jungle? Also nicht mal mehr lustig. Einfach. Jungle ist immer im Game der höchste Level. Kann man einfach nichts machen. Oh, da Triple Gank Mitte sollten sie haben. Hard Exhaust, vielleicht kommt er weg. Ja, nice. Rek'Sai auch in der Mitte. Oh, ich komme nicht ran. Mit dem wahrscheinlich mit dem Auto Set Last hitten. Fucking Poppy. So weird geworden. Ich krieg halt den Schild, auch wenn sie mich nicht mal stunt, glaube ich, ne? Das ist halt komplett dumm. Oh no! Baseball. Platzschild. Und er hat halt zweimal, glaube ich, den Turret. Holy shit! Botlane! What the fuck? Die gönnen sich einfach ein Triple. Muss rennen. Oh Mann, das wird mich jetzt richtig durchrattern. Ich darf die XP hier nicht verlieren von den Großen. Ja, jetzt einfach Base. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. No problem. Ein Ding in Trundle. Von der passt das. Gehen wir hin. Schon mit Ruby, ein bisschen mit Tankiness. Der pusht auch durch. Ich will einfach Turm tippen. Bestes Teams gewinnt, ja. Von daher passt das. Schade. Scheiße. Das ist ja den Super-Tech. Ja, was hat er sich geholt? Ein Dorans. Und ein Ruby. Na, quasi eigentlich die Items, die ich habe. Wo er einen Kill hatte. Und Pink war da halt noch.
Also richtig schlimm ist halt der Double Buff, der noch ein bisschen dauert. Was passt, Clement? Oh wow. Easy survive. Noch ziemlich viel Regen. Was geht hier ab? What the fuck? Was ist dieses Game? Alter, kein TP. Ultimate ab. Ich glaube nicht, dass er instant kommt auf mich. Oh, wer weiß. Okay, jetzt Lifestealen. Ich hab keine Mana. Oder kaum Mana. Ich bin aber ein bisschen smarter. Ich werde die Lane hier behalten. Okay. Gucken, dass er nicht einmal Base geht. Okay, ist Base. Das heißt, wir pushen das Shit. Er hat kein TP oder sollte er noch nicht haben. Nee, dürfte er noch nicht haben. Das heißt, er wird jetzt richtig viel verlieren. Good Shit. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Brauchen wir so einen gegen den zuerst. Den Titanic first. Und den wird ein stark. Botlane ist komplett RIP. Mitte ist 0-1, ist fein. Haben ein paar mehr. Oh shit, Rexa ist halt auch behind. Nicht vom Level, aber vom CS her. Boah, erstmal in dem Game, weil die beiden Jungler gefailt haben. Und sie gedeicht sind und gestorben sind. Sonst wären sie wahrscheinlich wieder gleich auch mit den Lanern, wenn nicht sogar vorne. Oder Level 7? Das ist sogar so Level 7. Das ist halt weird. Botlane, what the fuck? Hinten. I like my. Nicht. Boah, vielleicht kann ich gleich mal eine All-In starten. Oh wow. Dieser Sack. Holy shit. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich geschüttet kriegt an meiner eigenen Pillar. Dass er mich denn kommt. Executed.
Oh, das war so gut von ihm. Holy shit, das war so gut. Ich hätte nicht rübergehen sollen. Fuck my life. Das war so gut. Das war so gut. Und so schlecht von mir. Aber wird jetzt auch die Bienen. RIP. Ganze Wave. It's bad, man. Bam. 123 Schaden. Oh, mindestens Level 9. Aber so ist die Pressure auch schon da. Das ist auch gut. Halt super passiv zu spielen. Nicht mehr. Poppy, Alter. So busted. Es ist. Der Champion ist so fucking OP. So OP! Oh, mein Team finished. Kann er mich diven mit 80 Mana? Na gut, er reckt ja hart. What the fuck? Wird mich diven. Und hab Titanic ready. Dass er mich jetzt hier dived. Ei, ei, ei. No mana. No mana, bro. Hasse. Schade. Das ist halt das Geile an der Preseason. Man sieht das halt alles sehr locker. Das Outplay und so weiter. Das ist halt so geil gespielt so. Ich hab einfach Spaß, Alter. Und ich kenne leider 0. LP, Guys. Ich kriege hier meinen Turm. Oder? Auch nicht. Bekommt. Ja, ja. Auch weiter. Hab ich. GG für die Top-Lane. Schön als Abfahrt, wir haben so viel gemacht, Leute. Richtig schön Free-Run kassiert. Von vorne herein, warte mal. So. Direkt von vorne herein, Free-Run. Dankeschön.
Anders Team, vielleicht schaffen wir noch Master Kappa. Ja. S+. Plus 16. Mann, ey, war mein Damage gut. So, dann machen wir die Abfahrt. Beziehungsweise get carried by your team, Kappa. Ja, wird wieder jetzt regelmäßig Videos kommen. Genauso wie die Streams. Sehr regelmäßig. Es wird auch noch, denke ich, Videos so die Wohnungstour geben quasi. Das auf jeden Fall noch. Ich habe es einfach nicht geschafft. Noch an, nur während des Umzugs zu vloggen, war einfach zu anstrengend. Ja, ich habe einfach nicht daran gedacht, um ehrlich zu sein. Bin nicht allzu böse. Aber es kommt auf jeden Fall noch eine Wohnungstour. Ja, ansonsten wünsche ich einen wunderschönen Tag, Abend. Tschüssi. Bis zur nächsten Folge Abfahrt oder Trollfahrt. Oder irgendeiner Fahrt. Oder irgendeinem zusammengekarteten Gameplay. Haut rein.